Eine junge Mutter meldet einen Vandalismus in einem Mehrfamilienhaus der Kölner Altstadt. Tom Meyer und Ilka Fischer decken dort ein niederträchtiges Verbrechen auf. Hallo. Meyer, Polizei Köln. Sie haben uns angerufen, Frau Borke. Genau, richtig. Ich wollte einen Vandalismus melden. Ja. Ich arbeite von zu Hause aus und habe hab gerade oben am PC gearbeitet und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass das Internet nicht funktioniert. Ich habe dann runter im Keller nachgesehen, weil da der Verteiler ist und da hat wohl irgendjemand da richtig drauf rumgedrescht und kaputt gemacht. Ja, das ist völlig zerstört. Okay. Haben wir Licht? Ja, super. Gucken wir am besten mal. Die Beamten erfahren, dass die Melderin von zu Hause aus arbeitet, weil sie alleinerziehend ist. Ihr Sohn ist gerade in der Kita. Die Polizisten inspizieren den Keller. Also das ist jetzt das Defekte, ja? Hier. Ja, genau richtig. Mhm. Hier. Also wer hat alles Zugang zu diesem Keller? Okay. Ja, alle Nachbarn, ne? Mhm. Also nicht nur, natürlich auch, nicht nur Sie exklusiv. Ja. Vermieter, okay. Der wohnt auch hier im Haus? Nein. Sieht ja ganz schön baufällig hier aus bei Ihnen. Ja. Was ist mit der Flasche hier? Die lag so da, die habe ich auch nicht angefasst. Also, wir haben halt auch einen Nachbar, der gerne mal einen über den Durst trinkt. Whisky? Also ansonsten ist hier alles nur so Bauschutt und Baumaterial im hinteren Bereich. Ich habe geguckt. Also wie, Sie haben einen Nachbarn, der gerne über den Durst? Ja, der Boris, und der hat halt dann auch schon das ein oder andere Mal halt was im Treppenhaus dann zerstört. Also der hat Wenn er voll ist, dann. Wenn er voll so ist, dann ganz netter, wirklich, also man kommt da gut mit ihm aus, aber der hat halt auch schon das ein oder andere Mal im Treppenhaus randaliert. Das heißt, der hat an den Briefkästen rumgezogen und an den Kinderwagen. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden? Ja, so grundsätzlich eigentlich gut. Wenn er gerade mal nicht zu viel getrunken hat, eigentlich ganz okay. So, aber also es gibt keinen Disput oder? Ja, hin und wieder halt schon mal, ne? So, aber dann auch immer nur so zu gegebenen Anlässen halt. Ich frage nur deswegen, hätte er ein Motiv gehabt, das hier kaputt zu machen? Hat er Ärger mit oder haben Sie Ärger miteinander? Eigentlich hat er ja selber nichts davon, aber ich kann es mir einfach sehr gut vorstellen. Das passt halt einfach. Was mich noch interessieren würde, der Router hier oder das WLAN, das ist nur für Sie relevant. Also das heißt, oder hat das gesamte Haus jetzt keinen WLAN? Nee, das ganze Haus hat keinen WLAN. Eigentümer, also Besitzer des WLAN-Anschlusses beziehungsweise der Dose, ist der Eigentümer, weil er stellt es Ihnen zur Verfügung. Ja. Also ist der Geschädigte, Sie sind jetzt Nutznießer der Sache, aber der Geschädigte ist jetzt der Vermieter hier. Okay, ja. Okay, genau. Gut, dann für uns nur klar. Zeigen Sie uns, wo der, wie heißt der mit Nachnamen? Maisfelder? Boris Maisfelder. Ja gut, okay. Werden wir gleich raus. Wir gucken, genau. Gehen Sie voran. Alles deutet darauf hin, dass der häufig randalierende und angetrunkene Nachbar auch den Internetanschluss zerstört hat. Als Tom Meyer und Ilka Fischer den jungen Mann befragen, geschieht etwas Unerwartetes. Weiß der Eigentümer schon Bescheid? Nee, noch nicht. Das ist der Boris. Maisfeld. Ja. Können Sie die Flasche bitte weglegen? Ja, also bei uns geht Internet nicht hier. Ja. Ja, du hast mit Sicherheit den Verteiler da kaputt gemacht. Ja, aber keinen Verteiler kaputt gemacht. Also unten Verteiler. Im Keller, ich hab's doch gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe auch einen kaputten Verteiler gesehen. Herr Maisfelder, wo waren Sie vor ungefähr, also passiert vor 2-3 Stunden? Oder gerade eben? Ja, gerade eben, also so ungefähr vor 20 Minuten oder so, weil ich halt erstmal noch versucht habe, den Ja, in meiner Wohnung. Ich hab über das Internet mir so Videos mit dem Äffchen angeguckt und von jetzt auf gleich war das weg. Okay, also Sie waren nicht unten im Keller oder? Doch, ich bin dann mal in den Keller gegangen und hab geguckt. Da lag was auf dem Boden. Ja, und hast dann mal da ordentlich rumgewucht. Was lag denn auf dem Boden? Ja, so ein Ding mit dem Kabel dran da. Okay, also als Sie bereits unten waren, dann lag es schon bereits auf dem Boden. Ja. Ja, für uns ist jetzt eben auffällig, dass Sie mit der gleichen Flasche hier die Treppe runterkommen, die unten auch liegt. Genau die gleiche. Das ist jetzt, ich meine, gut, das kann man wahrscheinlich frei kaufen, werden Sie nicht der Einzige sein, aber ist natürlich ein Zufall. Nee, die Flasche von unten ist von mir bestimmt. Ja. Aha. Haben Sie die auf dem Weg nach unten beim Nachgucken dann da abgestellt? Okay. Glaub schon, ja. Beim Nachgucken? Ja. Bitte. Sonst kommen wir ja im Gespräch nicht weiter. Was ist denn das? Hallo?
Tür vergessen zu öffnen. Hallo? Hey, gut. Hammer raus. Hammer her. Hallo? Hey, damit. Gina? Ja, was ganz richtig. Was in mich gefahren ist? Was suchst du hier? Ja, was denn wohl? So, kommen Sie mal weg, da sind noch ein paar Scheren, wohl? Das will ich nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? Das fragst du dich, oder was? Was zerstören Sie denn hier? Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Was ist denn in mich gefahren? Was machen Sie hier? Ich sorge hier vielleicht für ein bisschen Gerechtigkeit, halt, ja? Halt, wer sind Sie überhaupt? Ich bin Gina. Gina mit Nachname, Frau Gina? Wilsberg. Wilsberg. Wie stehen Sie zueinander? Was macht das Sie hier? Das ist meine Arbeitskollegin. Ich weiß nicht, wie sie hier reingekommen ist. Ich habe die Tür vergessen zuzumachen, als ich runtergekommen bin. Laptop traktiert. Frau, was machen Sie hier eigentlich? Warum sind Sie überhaupt hier reingekommen? Ja, haben die Tür stand offen, da bin ich halt reingekommen. Okay, und wenn irgendwo die Tür offen ist, dann kommen Sie einfach rein. Ja, es geht einfach darum, dass es mich mega abfuckt. Sie wissen ja überhaupt nicht, was hier los ist. Dann erzählen Sie mal. Ja. Können Sie ein bisschen runterkommen? Wir verstehen Sie, Sie brauchen nicht schreien. Ja. Fäkalworte ist gar nicht so schön. Gut. Es ist einfach so, sie arbeitet in der gleichen Firma wie ich, ja? Genauso lang mindestens. Und ich sitze jeden Scheißabend in dieser Firma bis mindestens 22 Uhr, hab jeden Abend Stress mit meinem Freund, während sie einfach nur angeben muss, dass sie einen kleinen Sohn hat. Und aber deshalb von... Doch, du darfst von zu Hause aus arbeiten, richtig? Du machst ja hier richtig, den richtigen... weil ich einen kleinen Sohn habe. Wenn du einen kleinen Sohn hättest, wär's doch genau. Meine Damen. Ja. Nee, ich sehe das völlig anders. Hier, ja. Hallo. Also es ist tatsächlich so, dass im Arbeitgeber ja nun mal frei steht. Also Teilzeit im Rahmen der Möglichkeiten muss ein Arbeitgeber natürlich auch ermöglichen. Das ist aber nicht für jeden Bereich machbar. Und Homeoffice oder diese Heimarbeitsplätze ist eine Chance, dass eben auch die Arbeit erledigt werden kann, eben nun mal auch von zu Hause. Das scheint jetzt vornehmlich für Sie erstmal ein totaler Nachteil zu sein. Aber Ihre Kollegin muss ja die gleiche Arbeit leisten, ansonsten wird sie nämlich nicht bezahlt. Und dass das vielleicht das auch nicht so witzig ist. Super nicht, weil du einfach mal den Laptop zerstört hast. Nee, und dass hast. Das eigentlich auch nicht so witzig ist, wenn man dann zusätzlich ein Kind betreuen muss, sind sie doch froh, dass die Arbeit überhaupt gemacht wird, dass ihre Firma existiert. Wenn die aber so gut gemacht würde, müsste ich nicht bis 22 Uhr jedes Mal in der Firma sitzen. Ja, ich dann, frag, dann muss man, meine dann muss hätte, man im Einzelnen. Ich hätte doch nicht meine Arbeit. Ich hätte erstmal Ihren Ausweis bitte, ja? Genau. Dann muss man womöglich im Einzelnen mal mit dem Arbeitgeber, darf ich in Ihre Tasche reichen? Ja. Ja, bleiben Sie mal schön bei uns. Ich habe meine in der Küche. Auf die Beamten wirkt die Täterin vollkommen uneinsichtig. Polizeioberkommissar Tom Meyer belehrt die junge Frau. So, machen Sie das einfach oder finden Sie das in Ordnung, einfach in eine fremde Wohnung reinzugehen und Sachen kaputt zu machen? Alleine Ihr Gerechtigkeitssinn müsste Ihnen doch sagen, hier läuft doch was falsch, oder? Ja, in dem Moment nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also dann muss ich Ihnen sagen, dann haben Sie Hausfriedensbruch. Auf jeden Fall werden wir Richtung Hausfriedensbruch gegen Sie ermitteln und wegen Sachbeschädigung. Das sind schon mal zwei Sachen. Und die dritte Sache, waren Sie vielleicht auch im Keller? Wieso? Im Keller ist nämlich ein kaputter WLAN-Anschluss, beziehungsweise ja, ein also Internetanschluss. Die Möglichkeit ist jetzt, also ich belehre Sie jetzt hier, Sie sind beschuldigt im Strafverfahren, dementsprechend müssen Sie nichts äußern. Allerdings, wir haben auch die Chance, Spuren zu sichern. Spurensicherung wird Ihnen wahrscheinlich aus dem Fernsehen gut bekannt sein, so mit Pinsel und Fingerabdrücke. Wenn Sie das unten waren, werden wir das auch herausfinden. Es macht die Sache einfacher, wenn Sie es jetzt sagen. Ja, gebe ich offen zu. Ja. Ja. Aber einfach nur, weil es einfach Sie müssen nur das nicht zugeben, ne? Wie meine Kollegin schon gesagt hat, Sie müssen sich dazu nicht äußern. Ja? Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt so, wenn Sie sich falsch behandelt fühlen und wenn Ihr Arbeitgeber da nicht drauf einsteigt, dann müssen Sie vielleicht Ihre Einstellung überprüfen, unter Umständen vielleicht über die Konsequenz nachdenken, einen anderen Arbeitgeber zu nehmen, wo es nach Ihrer Meinung gerechter für Sie zugeht. Die Frau wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs angezeigt.